Summer Paradise und Miki Kadedu kommen ganz an der Außenseite heran. Gehen hinein, gelbe Fahne ging nach oben. Und die 180. Oppenheim-Union ist in diesem Moment gestartet an der 2200-Meter-Marke. Agostinho und Cimrano an der äußeren Spur haben zunächst einmal den besten Start gehabt. Unter ihrem Beifall geht es gleich am Zielpfosten vorbei. Innen Octorita und Nutan, der das Kommando übernimmt. Nutan führt vor Cimrano in zweiter Position. An der Innenseite ist es Octorita in dritter Position. Dahinter Ario vor Agostinho. Dann sehen wir Grosten vor Los Cerritos und Summer Paradise zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es durch den Bogen hindurch in Richtung der Gegenseite. Nutan und Dennis Schürgen haben das Kommando, führen mit gut anderthalb Längen vor Cimrano. An der Innenseite ist Octorita dritte. Dahinter sehen wir Agostinho vor Ario. Dann Grosten anderthalb Längen bis zu Los Cerritos und zweieinhalb, drei Längen bis zu Summer Paradise am Ende. Bei nicht allzu schneller Fahrt geht es die Gegenseite hinunter. Nutan führt vor Cimrano, also die beiden Favoriten, 1-2. Dahinter dann eine Gruppe mit Octorita, mit außen Agostinho, dann Ario in den Ittlinger Farben. An der Innenseite ist es Grosten vor Los Cerritos und vor Summer Paradise. Es gibt überhaupt keine Positionsveränderungen, wo es in Richtung des Übergangs geht. Knappe 1000 Meter dann noch zu absolvieren. Nutan führt vor Cimrano, der liegt auf der Lauer. Innen Octorita, dann Agostinho vor Ario, Grosten, Los Cerritos und Summer Paradise. Im Schlussbogen sind die Kandidaten mittlerweile unterwegs. Nutan hat nach wie vor das Sagen. Nutan führt vor Cimrano. Dahinter die Gruppe mit Agostinho, Ario, Octorita an der Innenseite. Dann sehen wir Los Cerritos vor Grosten und vor Summer Paradise. Die Zielgerade ist in diesem Moment erreicht. Und Nutan bekommt sofort Gesellschaft von einem riesig gehenden Cimrano. Außen setzen Ario und Octorita nach. Der Rest, der hat erstmal gewaltig Mühe. Cimrano geht nach vorne. Cimrano vor Nutan an der Innenseite. Außen Ario, Octorita, Los Cerritos, Summer Paradise setzt jetzt nach. Cimrano auf den letzten 250 Metern vor Ario. Dahinter Octorita, außen Summer Paradise. Innen kämpft Nutan zurück. Cimrano wird gestellt von Ario an der Außenseite. Cimrano, Ario, innen kommt Nutan zurück. Cimrano vor Ario, der versucht alles, aber der kommt nicht dran vorbei. Cimrano gewinnt gegen Ario, dann Nutan, dann Summer Paradise, Grosten, Octorita, Los Cerritos und Agostinho. Vorläufiger Richterspruch im siebten Rennen, dem 180. Oppenheim-Union-Rennen. Sieger ist die 6 Cimrano, auf dem zweiten Platz die 2 Ario, dritter die 5 Nutan und auf dem vierten Platz die 7 Summer Paradise. Wiederhole vorläufiger Richterspruch, siebte Rennen, 180. Oppenheim.